Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren, bei einem Stadtgespräch bei Steiermark 1. Sie wissen, in all den Jahren, die Themenvielfalt bei uns im Stadtgespräch ist eigentlich unerschöpflich, Gott sei Dank. Und ab und an kommt es auch vor, ja, da sind meine Gäste, die bei mir im Studio sind, das eigentliche Thema, vor allem, wenn sie Originale und Freigeister sind. Sie kennen vielleicht diese kleine Serie unregelmäßig in den Stadtgesprächen. Heute Teil 13. Und seien Sie gespannt und freuen Sie sich mit mir auf meine Originale und Freigeister. Das ist zum einen der Hannes Kartnick. Freue mich sehr, ich brauche ihn nicht näher vorstellen. Hannes Kartnick ist Hannes Kartnick. Ich freue mich, dass er hier ist und ich freue mich auch über den Rudi Kuzmicki. Der Rudi Kuzmicki ist der Geschäftsführer der Antenne Steiermark, das in Österreich erfolgreichste Privatradio. Er ist wirklich, und das kann man schon so sagen, der Radiomacher. Und er hat lange, lange Erfahrung und hat diesen Sender hochgebracht. Freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen. Dass ihr beide hier seid, ist auch kein Zufall, sage ich mal. Immerhin haben wir ein bisschen Regie geführt, denn man hat schon das Gefühl, dass der Rudi Kuzmicki und der Hannes Kartnick sich mögen. Kann man das so, Hannes Kartnick, mal so sagen? Also ist das, kann man locker sagen, weil das ist wenigstens einer, der ein bisschen ein Hirn hat und ein Lustiger ist. Mit dem er so, und dann hat er das Kampfgewicht fast wie ich. Das ist das nicht. Und dann versteht er was von seinem Geschäft. Das ist nicht der Dampfplauder. Wobei oder? Kampfgewicht weiß man mit Rudi Kuzmicki, weiß nicht, ob ich sagen darf, aber er hatte schon mehr. Viel mehr. Und er hat dann viel Kuren hinter sich. Ja. Die waren teuer, aber da war er auf einer Billingstation. Aber, aber Gewicht hat er alles. Das hat alles geholfen. Ja. Wenn ich wohin gehe, mir kostet immer alles mehr. Aber ja. Gewicht hat er alle mal, der Rudi Kuzmicki. Ihr Zustand zum Hannes Kartnick? Ja, ich habe gerade früher schon mich gefreut, den Hannes wirklich wiederzusehen. Es gibt ganz wenige Menschen in meinem, ein paar Jahre habe ich inzwischen auch schon einen Buckel, mit denen ich so viel schon gelacht habe und nämlich herzlich gelacht habe. Und auch eins, also was, wenn ich den Hannes so an Fremden beschreibe, dann sage ich, das ist ein Mensch, ich habe noch nie einen erlebt, der so über sich selber auch lachen kann. Und das ist die hohe Kunst, nämlich nicht mit, nur miteinander Spaß zu haben, vor allem auch, wenn er seine Geschichten erzählt, was ihm passiert ist. Also andere trauen sich die Geschichten ja gar nicht erzählen. Ja, so ist es. Und auch in seinem Geschäft, muss man auch wirklich sagen, das ist das, was mir taugt, ist einer, der anpackt, der immer anpackt hat, der weiß, wie man nicht nur, wie man Plakate verkauft und Scheitaier halt immer, aber der auch weiß, wie man eine Plakatwand aufstellt. Da müssen wir ja auch wirklich, es muss ja auch Hochachtung, wie weiß, der Hannes Kartnick hat jetzt auch keine leichten Zeiten gerade. Und Sie sagen es richtig, er hat seinen Humor nicht verloren, Gott sei Dank. Er steht da und ist hier heute bei uns zu Gast. Aber wir wollen ein bisschen auch den Menschen Hannes Kartnick, den man vielleicht jetzt nicht so kennt. Man kennt ihn als erfolgreichen Unternehmer und ein bisschen ein Schmähführer. Das ist wunderbar. Aber wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, was erzählt der Hannes Kartnick? Als er, aus welchem Umfeld kommt er? Der große Unternehmer Hannes Kartnick eigentlich, als gelernter Goldschmied, wie man weiß, was war so das Umfeld damals? Naja, ich bin in kleinen Verhältnissen, also meine Eltern, mein Vater war Magistratsbeamter, meine Mutter war Hausfrau und bin aufgewachsen in Wesselsdorf, in einer Siedlung, Gemeindebau. Zuerst waren wir in der Jakoministraße als Kleinkind, da haben wir, ich glaube, 30 Quadratmeter Wohnung gehabt, zu viert haben wir dort gewohnt. Und meine Mutter hat sich dann engagiert politisch und hat dann eben durch die ÖVP Graz eine Gemeindewohnung gekriegt. Seitdem ist sie eine Erdschwarze geworden. Ja. So, ich im Fußball, sie in der Politik. Ja. Okay, das ist in Ordnung. Und die hat halt dann für die Politik viel getan. Das habe ich dann ja später mitgekriegt, weil da waren Bürgermeister und Vizebürgermeister, weil Bürgermeister war ich erst jetzt ein Schwarzer, vorher war keiner. Und die Landeshauptleute hat, war sie sehr geschätzt, weil sie sehr fleißig war und hat eben für damalige Zeiten Weihnachtsfeiern und Sommerfeste, Spenden aufgetrieben. Da war sie wirklich sehr rührig und hat sich so einen Namen gemacht. Also das heißt, das passt schon zu so fast der Klassiker aus eher bescheidenen Verhältnissen. Ja, hat sie das also, wir waren ja, na, Bettler waren wir keine, aber eine ganz harmlose, kleine. Aber ja, im Profil des Hannes Kartnick war offenbar, er hat gesagt, ich will aber schon ein bisschen auf die größere Bauch geschlagen. Naja, war das nein, so? Nein, der Vater hat gesagt, du musst Arzt werden, weil dein Bruder ist auch nicht, musst du Arzt werden. Vater, weil ich, du, was verdiene ich, wenn ich so lange studiere, was kriege ich da? Und wie schaut es nachher aus? Ja, gut, sagt er. Also, nein, sage ich, da kannst du mich nicht haben. Ich mache eine Lehre, die Goldschmiede-Lehre, das ist ein schöner Beruf, war auch sehr talentiert. Habe auch den besten Lehrmeister gehabt bei der Firma Weikert, das ist der Herr Erdl, das ist
ist eine Sensation. Ja. Da hat man gleich als erstes im ersten Lehrjahr haben wir ja ein Bierchen gegeben, wo drin gestanden ist, die ganzen Edelsteinkunde. Härtegrad, Gewinnungsort, welche Schliefarten und so weiter. Und das habe ich müssen lernen. Und ich durfte am Anfang in der Lehrzeit ja nur auf Messing arbeiten. Ich habe gar kein Gold angegriffen. Ja. Und natürlich putzen habe ich dürfen. Ja, klar, Ultraschall und bei der Poliermaschine. Und da ist mir so oft was passiert auch. Aber es war schon so, dass der Hannes Kartings wahrscheinlich dann gesagt hat, es wäre schon schön, könnte ich mir das alles auch einmal leisten. Ja, ich wollte selber dann also einen Goldschmiedelhahn aufmachen, aber nur der Papa und die Mutti kein Geld gehabt. Und der Weikert war halt ein Top-Unternehmen. Wenn man sieht, ist der heute noch super und da brauchst du Geld und das habe ich dann gehabt. Und dann der Sprung in die Werbebranche? Ja, das war ganz was Tolles, weil die Geschichte dazu, das glaubt man heute gar nicht. Aber wir schon. Ja. Gell, nein, das ist ja etwas. Jetzt guckt man die Geschichte, kenne ich auch noch nicht. Der Dr. Horvatek war damals Landesgeschäft und der das Dr. Marco hat damals einen Unfall gehabt in Le Mans, mit dem, wo er das Auge verloren hat. Und ich habe damals Prospektverteilungen nebenbei nach der Lehre gemacht. Haben alle Vorraum, Konsum und das alles gehabt. Aber leider waren halt die Mitarbeiter, die Zettelausträger nicht seriös. Die haben halt die Bagel überall hingelegt und das war nicht mehr wirklich. Und denkt man, das Geschäft ist nicht sicher. So auf einmal kommt, ist der Greiner gestorben, der alte Greiner. Und was machst du? Zugleich, am gleichen Tag hat der Dr. Marco mit der Werbeunion begonnen, Werbetafeln aufstellen und ich auch. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das geht. Ich habe noch nie ein Loch gehabt, muss ich ehrlich sagen. Mein erster Standort war die Petra-Senker-Straße gegenüber von der Hummel-Kaserne. Dort habe ich ein Grundstück gemietet. Seinerzeit noch war Gottinger der Besitzer. Und dann haben wir halt dort das erste Loch. Noch was passiert? Drei Leute geholt und habe ich Graben angefangen. Ich bin nur, glaube ich, auf 10 cm gekommen. Ich bin nicht weiter, weil ich immer auf einen riesen Felsen gekommen bin. Die anderen haben schon mit dem Eisen reingehauen. Was glaubst du, wie ausgeschaut? Der Goldschmied ist schon in den Handel. Und auf einmal habe ich die Blasen auf die Hände gehabt. Und da solche Ballen habe ich gedacht, mein Gott, nein. Ich brauchte was. Die drei Löcher gemacht, ich habe den ganzen Tag für 20, 30 cm gebraucht. Ich war ja Wunderarbeiter. Ja, gut, ist ja wurscht. So, jetzt haben wir die erste Tafel aufgestellt. So, jetzt musst du die Aufträge haben. Und wie der Greiner im gestorben ist, habe ich halt angerufen, die Parteien, was soll's tun. Und dann komme ich zu einem gewissen Dr. Horvatek, der war damals Landesgeschäftsführer der Sozialistischen Partei Steiermark. So, den rufe ich an, ja, kommen Sie. Sagt er, ja, sind Plakate offen, sage ich, ja, ich habe erst eine aufgestellt gehabt, so ehrlich muss ich sein. Und dann sagt er, wie viele Tafeln können Sie bis zur Wahl haben? Ich habe keine Ahnung gehabt. Sag einfach 300, sage ich. Kriegst 300 zusammen, sage ich, ja, das will ich wirklich. Aber keine Ahnung noch, ne? Ja, keine Ahnung noch gehabt. So, 300 kriege ich zusammen, ja, passt. Sagt er sie, ich kaufe Ihnen die 300 Flächen alle ab, auf ein Jahr lang, aber Sie dürfen keine andere Partei plakatieren. Ich sage, das ist selbstverständlich. Preis habe ich gewusst von der Konkurrenzfirma aus Wien. Da habe ich auch ein bisschen nachgeschaut, Jack, boom, ist gekommen. Da haben wir ein paar Leute geholt, haben wir das aufgebaut. Und das Lustige, das glaubt ja keiner. Sagt er, wie, brauchen Sie Geld auch? Sag ich, ja. Wäre gut. Hat er angezahlt. Jetzt bin ich schon, ich hab nicht viel Geld, ein paar Nature gehabt. Weißt du? Und dann habe ich das gekriegt, bin ich zum, wie der Kassen, der Kassier damals, in Leibniz hat er gewohnt. Ein Großart war ein wichtiger Mann, aber fällt mir nicht ein, ist ja wurscht. Und kriegt dort auf einmal ein Backel Geld in die Hand. Jetzt habe ich keinen Holz kaufen, Arbeiter haben. So war das finanziert. Na bitte, siehst du, keinen Karriere. Das war Glück. Ja, war aber bitte. Und dann mein erster Kunde überhaupt von der Wirtschaftswerbung war Mullinex. Mhm. Da bin ich nach Wien gefahren, weil damals in Wien war die Gewister das Paradeunternehmen. Und die sind ja nur wie die Beamten gesessen, sind nie zum Kunden gegangen. Und immer denkt, das ist falsch. Du musst zum Kunden gehen, nicht warten, bis der Kunde zu dir kommt. Und hab das System geändert. Jetzt haben die Beamten dort, was gesessen sind, beißt worden auf mich, weil ich ja die Kunden gehabt. Und die Kunden habe ich auf einmal, sind alle zum gescherten Karten, die gehen sie jetzt plakatieren, uns lassen sie im Stich und so weiter. Weißt du, hast du auf einmal mit den Wiener einen Catch gehabt. Die buchen alles Bankart, jetzt haben sie mich wohin ausrutschen lassen, keine Plakate annehmen. Mein Gott, da habe ich Kämpfe gehabt, aber ich habe mich durchgesetzt. Aber man hat
die Geschichte zeigt, der Hannes Kartnick hat sich durchgesetzt, ja. Und es ist einmal schön, die Geschichte zu hören, ja. Wie der Hannes Kartnick da einmal angefangen hat, ja, mit den zweiten Handeln eines Goldschmied-Lehrlings. Ja. Ja. beim Rudi Kozmiski ist vielleicht auch interessant, ein bisschen den Hintergrund. Er führte an Tennis Steiermark höchst erfolgreich. Was war vorher beim Rudi Kozmiski eigentlich? Ein Medienmann ist er durch und durch, das weiß ich. Ich komme aus dem Printbereich und ich wollte eigentlich immer... Mir das immer imponiert in der Welt herumfahren. Nicht so wie der Hannes Gold behangen, sondern mir hat auch ja was. Ich komme, ich bin Urlaub in Teneriffa, Bahamas für Arme, habe ich gesagt, weil mehr kann man nicht leisten. Ich wollte eigentlich Auslandskorrespondent werden. Und mir interessiert, Amerika, da gingen alle hin. Ich gehe in den Osten, in den fernen Osten. Da habe ich gedacht, ja, aber du musst aber eine Sprache kennen. Dann habe ich Japanisch zum Studieren angefangen. Hallo! Schwedisch habe ich schon kennen, Englisch, und dann bin ich aber draufgekommen im Laufe der Zeit, ja eigentlich die Japaner reden besser Englisch, wie wir je Japanisch werden kennen, dass es ein paar Ausnahmen gibt, und habe dann nebenbei zum Jobben angefangen bei einem Bekannten von mir bei der kleinen Zeitung in der Obersteiermark, und dann hat er gesagt, ja, offenkundig habe ich ein bisschen was kennen, hat er gesagt, du, was weiß ich, komm einer schon Freitag, ne? Kannst du auch Geld verdienen, und dann bin ich Freitag reingefahren aus Wien. Nächstes Monat bin ich dann schon am Donnerstag, Mittwoch, und dann irgendwann hat er gesagt, eigentlich willst du nicht den Hut drauf haben, willst du nicht was Ordentliches machen. Und so bin ich dann zur Zeitung gekommen, habe dann das Glück gehabt, also ich war mit 27 Jahren damals schon Ressortleiter für die gesamte Obersteiermark, bin dann dazugekommen, habe das Glück gehabt, mit dem Ernst Heinrich die Regionalisierungsgeschichte einer kleinen Zeitung aufbauen zu können in der ganzen Steiermark. Das war eine tolle Geschichte. Dann hat mich der Dr. Saßmann in die Generaldirektion geholt für Öffentlichkeitsarbeit. Und nachher hat er gesagt, ja, jetzt, weil er dann in Pension gegangen ist, was willst du denn jetzt machen? Und genau dort ist das Radio entstanden mit dem Alfred Grinschl, der war damals auch in der Generaldirektion. Und der hat gesagt, ja, das wird mir taugen. Weil ich ein Radio einschalten kann, habe ich gesagt, kann ich das machen, nicht so schwer sein. Und mit dem Grinschl habe ich mich gut verstanden. Das war 95. 95, so bin ich dort hingekommen, und so haben wir, waren eigentlich der Grinschl als Geschäftsführer und ich als Marketingleiter, so eigentlich die zwei Radiopioniere von Österreich. Und so ist es dann losgegangen, und dann war ich in der Zwischenzeit ein paar Jahre in der Politik. Nicht als Politiker, sondern im Werbemarketingbereich. Rechte Hand. Rechte Hand von links. Ich muss schon sagen, ich habe dort zwei tolle Chefs gehabt, Dr. Schachner. Ja. Also ein großer Mann und großer Mensch. Ja. Gebildet und feiner Mann. Ja. Aber es war dann schon so, dass der Rudi Kozmiński die Liebe zum Radio hat ihn nicht losgelassen, er ist dann wieder zurück. Ne? Nein, und ich bin dann in den ersten anderthalb Jahren, habe ich auch das Glück gehabt, beim jetzigen Landeshauptmann, beim Franz Robe sein zu können. Und ich habe mir gesagt, mich zieht es eigentlich wieder zurück ins Radio. Und habe dann beim Geburtstagsfest von einem Freund, der die Agentur von uns immer war, den Klaus Schweighofer getroffen, der war dann zuständig für die Radios. Und der hat gesagt, wie schaut es denn aus, wir sind gerade dabei, was für Chance, wir möchten das Radio neu aufstellen, was ist, magst du da nicht mit dabei sein? Also ich überlege dir das, ich gesagt, Alter, ich brauche bei der Sache brauche ich nichts überlegen, weil das taugt mir. Also da brauche ich, sage ich dir jetzt schon zu, das mache ich sofort, und so ist das ins Rollen gekommen. Ja gut, für den Sender ja gut. Antenne Steiermark, Ihr Sender, Hannes Kartnick. In Ordnung, passt, super, nachher gern. Was euch ja auch verbindet, ist die Liebe zum Sport. Gell? Das muss man ja beim Hannes Kartnick, das kann man ja, auch ausbringen. Auch es bindet uns noch was. Weil mit dem Hannes Kartnick haben wir geschäftlich immer zu tun gehabt. Als Marketingleiter bei der kleinen Zeitung mit Plakate und auch damals bei der SPÖ haben wir gesagt, weil wir brauchen ja ein sehr professionelles, dichtes Da waren ja falsche Burschen noch zum Plakatieren. Jetzt ist es schon schwieriger. Ich meine, in Wobbes kann man ja noch plakatieren, aber dann tue ich mir schon schwer. Weißt du, meine Plakate dürfen nur schöne Menschen sehen. Ja, das verstehe ich. Ja. Das und der Versport natürlich auch. Ja. Na gut, das war ja dann, er war ja Präsident des Eishockey-Clubs in Graz. Das war auch eine harte Zeit. Gell? Super, das Beste überhaupt. Aber es hat nie gereicht, dass man halt ganz oben ist, wie dann Sturm Graz. Wie bitter. Ja. Es war ja dann eine Zeit parallel Präsident vom Eishockey-Club und vom Doppelpräsident. Ja, der war ja ein super Trainer zu nennen. Dort hast du ja gelernt, den Schmäh im Sport. Weil das war, ich bin dort hingekommen und mir der Dr. Rothe und der jetzige Steinbock haben gesagt, bitte machst, der Schöffel ist zurücktreten. Ja. War keiner da. Und bei Sturm, okay, da hat man mich nicht wollen, aber das ist... War das schmerzhaft in der Zeit? Nein, das war nicht immer nur gedacht, wenn da so übergescheite Leute sind. Ich habe mit der Werbung viel zu tun, viele Kunden in Wien gehabt. Denke ich mir, wenn sie das nicht wollen, dann mache ich halt Eishockey. So. Mhm. Und das hat halt gepasst. Und dann haben wir Eishockey gemacht. Natürlich habe ich das. Ist die Steirerbrau damals noch mit
mit Gösser nach Innsbruck gegangen. Und ich denke mir, ihr Teufel, ihr Lending, hörst, nicht, bevor es einen steirischen Club sponsert, geht es nach Innsbruck. So, jetzt bin ich hergegangen nach Wien gefahren, habe Otterkringer geholt. Ja. Und was habe ich dann gemacht? Weil ich mir denke, jetzt muss ich so ein bisschen die hohen Herren ein bisschen segieren. Ja. Die ganze Strecke von Göss bis zum Bundigam und Reininghaus habe ich plakatiert. Wir danken Otterkringer für den herrlichen Sponsor. Ja. Hat eine große, auch Riesenplakate. Ja. Und da, jedes Mal, wenn der General und da die Marketingleute fahren, haben sie sich in den Hinterbiss. Warum haben wir nicht mit dem Kartli geholt? Ja, ja. Das habe ich ein bisschen mir gedacht, ihr Hund, ja, dann geht es nach Tirol und die Steirer lässt kein Geld. Habe ich es ein bisschen segiert. Okay. Und dann haben wir halt Eishockey. Und der Znenerlik war ein hervorragender Mann. Also, da hast du lernen können, der hat das verkaufen können. Ja, ja. Der hat die Leute motiviert, die Spieler. Und dann hat, ich werde nie vergessen, da bin ich von ihm begeistert. Ich habe gesagt, Burschen, zu den Spielern, da war Eishockey noch nicht so populär, war schon einmal, weil vorher, der ja. Was gespielt hat, war auch populär. Aber das, was nachher gekommen ist, war anders. Und dann sagt dann der Kapitän, Burschen, ist gerade das Warm-up gewesen. Da war gerade Tirol da. Und der Cipisti, der fescheste Eishockeyspieler der Welt, glotzert und die Haare, aber ja, nicht zum Ausschauen. Ich sag, Wenn Krull, du fährst jetzt aus über den Warm-up und schießt ihn aufs Knie und dann fängt es Mischen an. Die Leute verstehen eh nichts von mir, sage ich. Die sehen eh keinen Bug. Aber die Rafferei, wo ich mir sehen, der hat das herrlich inszeniert. Und dann ist wirklich gemischt worden draußen, schon beim Warm-up. Und die ganze Halle hat bebt, jetzt hat einen Tag. Aber es ist schon, also der Bezug, den der Hannes Karting in den Sport gebracht hat, oder das Neue, dass man gesagt hat, okay, ich hau ein bisschen auf die größere Tube und bauke das Stichwort Geld. Und zweitens die Show. Ja, das war dem Hannes, ja, war das ja selbstverständlich. Ich glaube, dass das mit Hannes Karting, Rudolf Kuzmitzki, eine neue Ehre eigentlich war, dann aber bei Sturm Graz und gesagt hat, wir wollen einfach größere Brötchen backen. Ja, was ist heute noch? Die Polsterln heute auf die VIP-Tribünen von Sturm sind heute noch verheiratet. Ich habe noch unterhalb Karten, aber das drehen sie um, weil sie meinen Namen nicht lesen wollen. Nein, ich sage, aber es sind heute noch, und der hat, eins muss man sagen, jetzt wirklich jetzt, was der Hannes im Sport bewegt hat, da kannst du den Hut ziehen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn ich in Spanien die Gelegenheit habe, dass ich mir mal Real Madrid anschaue, ist das auch eine Geschichte. Nur wir haben die da in Graz gehabt, wir haben Manchester da gehabt, wir haben Valencia, wir haben da Kaliber da gehabt, wir haben die Schotten da gehabt. Real Madrid. Ja. Galatasaray waren damals Europacup. Ja, so. Nein, aber jetzt, man muss ja anders sagen, ich habe ja nicht den VIP-Club in Graz bei Sturm geändert, sondern ich habe ja beim Eishockey schon angefangen. Ja. Da war nicht der Pepe List, da bin ich kleinter streichen, aber gelb-schwarz war die Farbe von Otterkringer, jetzt haben wir halt ein Club, die Elefanten waren gelb-schwarz, bin ich streichen, habe ich den VIP-Club unten mit dem Dr. List gestaltet, wie wir den machen. Wir haben nur 350 Leute oder vielleicht 400 Platz gehabt, aber das war wichtig. Den VIP-Club im Eishockey habe ich gemacht. Und dann, wie ich zu Sturm gekommen bin, war halt der Sturmplatz, wenn sie das gesehen hätten. Was die Kurven noch? Die Kurven. Ja. Da war der Dämmel noch, der war in Vorstand. Und die Wurstzimmeln gehen ja, Bier aus dem Bier. Naja, pass auf, aber die größten Geschichten. Wenn du auf einer Holzbank gesessen bist und bist zweimal hin und her gegangen, hast du einen Spalt drin. Hast du einen eigenen Arzt, der Spalt gezogen hat. Mit dem haben wir ein gutes Geschäft. Jetzt haben wir gedacht, jetzt habe ich den Konetzen ja angerufen, ich war Tapezierer, du mach einen schwarz-weißen Pöster. War zwar blasig, haben sie geschwitzt, sind nass heim. Jeder mit seinem losen Blick ist rausgegangen, als ob ich geschwitzt habe. Und dann haben wir den Ferl Burgstall eingebaut und haben gesagt, so, jetzt muss ich Brötchen machen. Aber das Einzige, was ich vergessen habe, auf das habe ich nie geschaut, oberhalb ist immer der ORF mit der Kamera gestanden. Und der Robert Seger war ja der Vizepräsident. Ja. Der war und sabert. Und wenn ein Gold gefallen ist, haben die umgekupft und haben sich gefreut. Und nur habe ich nachher gesehen, wie die Brötchen kriegen, und auf einmal ist der Staub runtergekommen. Der Staub von oben habe ich keinen Platten einziehen, damit ja alles abdeckt ist. Naja. Dann hat der Dämmel einen Eissalon hinten gemacht, eine Kaffeemaschine. Der VIP, also, ich meine, für die primitivsten Dinge war das eh schön. Nur die Toiletten, da war dann Tennisplatz. Die Leute haben die schwarze Toiletten, die primitive, da haben sie Tennisplatz immer rein. Der war einer gespült hat, war immer nass. aber offenbar war es der Hannes Karting und gesagt, so geht es nicht weiter. Nein. Also dann, Rudi, war ja dann wirklich eine Zeit, wo dann wirklich eine ganz neue Qualität, das muss man ihm lassen, bei Sturm Graz vor allem eingezogen. Ja. Also in Wahrheit auch diese Verbindung Geschäft, Sport, Show, auch dieses Charismatische, also auch sich etwas sagen zu trauen, diese Show abzuliefern, was er vom Medien, wir profitieren davon. Ja, nein, das, ist ja gegenseitig, das ist ja gegenseitig, das ist ja die Buntheit. Du, aber jetzt frage ich dich was, Hannes. Jetzt warst du Präsident Eishockey, Fußball, das noch einmal Präsident von einem Fußballclub werden? Nie mehr.
Eishockey? Wenn man die, nein, nie mehr. Für keinen Verein. Weil die, man weiß, damals man ist so Idealist und man tut was gern. Man glaubt ja gar nicht, welche Haftungen heute das ein Funktionärsjob ist. Das glaubt man nicht. Oh ja, man sieht das ja natürlich ja, jetzt. Das fangen sie an, umdenken. Ja. Aufgrund des Falles, der bei mir aufgetreten ist, darfst du das nicht machen. Entweder hast du einen hauptamtlichen Geschäftsführer, ja. Der, den musst du aber auch gut zahlen, weil mit dem Mickey Mouse Gage macht er das nicht, dass der dann auf einmal, wenn du heute den, und den Konkurs, nicht. Das darf mir niemand sagen, das kann jedem passieren. Du musst Verträge abschließen, 2-3 Jahre, und was ist, wenn sich der verletzt, und nicht, oder er spielt nicht gut, jetzt willst du ihn wegbringen, jetzt geht er nicht fort und musst dir die volle Gas tun. Du gewinnst keinen Prozess, du kannst gleich OWO geben, du musst ihn zahlen. Das sind halt, wir waren damals in meiner Zeit, waren Idealisten, sind ja die Leute besser aufgeklärt worden. Und da gehen ja Leute, die auch Juristen, Akademiker, die sind halt gern dabei. Und dann passieren eben solche Fehler. Und ein Konkurs kann, das kann jedem passieren. So wirtschaftlich kann er gar nicht denken. Ja. Weil heute geht es gut, hast du die Sponsoren. Das ist alles immer so gescheit geredet. Jetzt hast du Verträge und jetzt hast du keine Einnahmen, weil die Zuschauer ausbleiben. Die Sponsoren springen da, weil die machen schon solche Verträge, dass er raus kann. Wie also du das mit dem heutigen Wissen würdest du Hannes Kartl nicht mehr aufhören. Ja, der Rudolf hat eine Idee. Ich hätte eine Idee für dich. Jetzt warst du Präsident vom, vom Eishockeyverein, Fußballverein, sagst du das nicht mehr machen. Aber weißt du, was ich hätte eine Idee für dich? Präsident von einem Federballverein zum Beispiel. Also, da ich bin du bist Präsident vom ersten Federballverein Oberragnitz oder was? Irgendwas? Oder spielen wir Champions League? Oder? Der will meinen Körper auf Arbeit umstellen. Ja, so ist es, ja. Das ist unwahrscheinlich. Weil wir ja die Schlusskurve kommen, vielleicht könnte man stundenlang reden, aber eins hat man beim Hannes Kartnig auch gesehen und ich weiß nicht, wie es dem Rudolf Kuzmitzki dabei geht. Jetzt seid ihr zwei Männer, die für eure Sache brennen. Ja. Der Hannes Kartnig hat man dann auch gelesen, hat gesagt, gewisser Dingen hat sich die Wertigkeit in seinem Leben auch verschoben. Er hat gesagt, ja. Gesundheit ja. Ist wirklich das, die Familie, das, die Gesundheit ist das Thema. Was war der Bruch, wo der Hannes Kartnig gesagt hat, eigentlich die Show ist gut und wichtig, dafür stehe ich, aber es gibt andere Werte. Das waren mehrere Geschichten. Wie der ganze Feuer angefangen hat mit Sturm, die Bösartigkeit innerhalb des Vereines, wo da einer gekommen ist, eben der Herr Leutgeb, der uns da vernadert hat bei der Staatsanwaltschaft. Und dann, wie eben diese Dinge interpretiert worden sind, die ja völlig falsch sind. Mhm. Weil das war das Bösartigste, was man mir unterstellen hat können, dass ich Sturmgeld im Casino verspielt habe. Das tut mir heute noch weh, dass man solche infamen Gerüchte in die Welt sieht. Und dann gibt es Staatsanwälte, die das glauben. Und dann ist ja rausgekommen, dass nichts war. Mhm. Aber mit dem muss man leben. Und das ist so schrecklich, was da passiert. Und vielleicht ist durch dieses lange Verfahren, ich habe das ja ein bisschen überspült auch, psychisch irgendwas hinterblieben und ich bin halt leider dann nie zu einer Koloskopie gegangen, weil ich mir auch halt gehört habe, das tut weh und das ist nicht schön und wer tut gern, wenn man hinten da reinfährt und so. Und dann hat halt meine Frau gesagt, so, und jetzt gehst du mal. Und dann bin ich gegangen und dann hat sie halt herausgestellt, dass ich einen 5 cm großen Tumor habe, den ich herausoperieren musste. Und da muss ich eins sagen, ich bin in sehr guten Händen gewesen beim Professor Berger von den Herzigen Brüdern, der hat das hervorragend gemacht. Und ich fühle mich heute wieder wohl. Ich habe eine Zeit lang vorsichtig essen müssen. Aber dann, wie man da eine Intensivstation liegt und neben mir ist eine Frau gelegen, ich habe sie nicht gesehen, weil ein Paramann vor war, und die hat einen Lungeninfarkt gehabt und die hat nur mehr mit Flasche Luft bekommen. Und dann liegst du dort und denkst dir zwar, du bist eh noch gut drauf, aber was hast du denn eigentlich von dem vielen Arbeiten und vielen Geld? Ja, genau, ja. Oder viel, ich meine, für das, ich bin ja kein Reicher, mir geht's nicht schlecht, aber von reich bin ich Lichtjahre entfernt. Aber das denkt man auch, was ist das Leben wert? Mhm. Und da habe ich mir nachher gedacht, was habe ich heute von den Millionen, wenn ich dann da herinhänge, weil du auf einen Arzt warten musst und der kann dir noch helfen und schau dir die Menschen an, die da reinkommen ins Spital. Das ist ein ganz anderes Leben. Nur das Brutale, wenn du wieder hinauskommst, jetzt hast du dir was geschaffen. Ist wurscht, ob du eine kleine Wohnung hast, eine mittlere oder eine große oder ein kleines Haus, groß. Du musst es dir dann erhalten. Du kannst nicht aufhören zum Arbeiten. So ist es, ja. Und du wirst immer, und du stehst immer unter Druck. Und kommst wieder in die alte Spur. Und jetzt bist du fleißig. Jetzt, so wie jetzt in den letzten Monaten, wir machen ja viel Wahlwerbung für die Parteien. Dann bist du Tag und Nacht unterwegs und da hast Stress, Sorgen, alles, da musst du die Arbeit erfinden.
bist fleißig und dann wirst du von dem, was du dir erarbeitet hast, 50% weggenommen. Ja, das, und das tut weh. Das tut weh, ja. Das tut weh. Nein, und dann kommt nämlich nicht nur das eine dazu. Wenn dann eine Prüfung ist, kommt der Prüfer und dann schmeißt er dann Essenszettel aus, ich das, glaubt er dann nicht das, dann zahlst du nicht mehr 50, dann zahlst du schon 65%. Ja. Das kommt nämlich dazu. Weil ich habe eine Finanzprüfung gehabt, die ich in meinem ganzen Leben nicht gehabt. So brutale. Die haben alles rausgehauen. Ja. Ich weiß nicht, was da noch überblieben ist. Ja. Gerade vielleicht das, was er gesehen hat. Aber dennoch ist es so, man kommt in solche Situationen des Lebens, wo man dann auch gewisse andere Spuren legt in der Denke, wo man sagt, oder wie Rudolf Kozmitzky, wie geht es Ihnen da damit? Ich meine, Sie sind auch ziemlich im Geschäft, in Ihrem Geschäft. Bleibt da Zeit, zwischendurch auch andere Wertigkeiten zu setzen? Ich glaube, das ist auch eine Frage der Lebenserfahrung. Ja. Das ist ganz einfach. Ich glaube, wenn man ein paar Jahre auf dem Buckel hat, lernt man andere Dinge zu schätzen. Und es kommt dabei eins immer deutlicher raus, was das Wesentliche ist, was einen Menschen oder das Leben ausmacht, das ist eine Substanz. Ich meine, einfach gerade zu gehen, sie nicht zu verbirgen, Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens zu nehmen. Wesentlich heißt aber genau in der Hocke, nämlich sehr konzentriert im Job, sehr immer voraus und nie, und vor allem das ist ja das, was den Hannes auch immer antreibt, diese Unruhe, nie zufrieden sein. Weil sobald du mit etwas zufrieden bist, hörst du auf, ist wurscht, ob das Plakat halber da oben hängt, ob das der Radiosender so klingt. Das heißt, dieses nie zufrieden sein, das animiert dich und treibt dich von innen. Dann gibt es natürlich die Faktoren, wie er sagt, von außen, dass du halt, was weiß ich, du musst deine Miete zahlen oder du musst das und das und das zahlen. Also das hast du Antriebe von außen. Nur wenn du das übersiehst, da geht es vielen so, die vergessen dann eigentlich, wofür sie leben, was die Realität ist, weil aus dem anderen Teil des Lebens holst du die Kraft, dass du das überhaupt dort machen kannst. Und um das abzuschließen, mit jedem Jahr steigt die Erkenntnis, dass du die Kraft von draußen holen musst, damit du es wieder rausgeben kannst. Also meine Herren, es ist hochspannend und auch hochamüsant, mit euch zu tratschen. Ich muss noch irgendwann einen Schluss machen. Schon, das wäre es gerade der Ausgang. Der Sender kriegt das erste Mal mit Pipi sich rauf. So fesche Menschen. Aber fesch müssen wir nicht sein. Interessant. Seiner Mann ist nichts wert. Interessant waren Sie ja alle mal. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr beide da wart. Jeder für sich eine tolle Geschichte und noch viel mehr wäre drin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch beiden alles Gute, noch viel Kraft in dem, was ihr tut und vor allem den Humor, den ihr beide habt und der euch auszeichnet. Ich frage mich immer viel, warum ich den hernehme. Wenn das da möglich wird, über mich sage ich, da muss man durch. So ich es. Weiß, zum Schluss wird die Gerechtigkeit siegen. Also, auf das setzen wir. Meine Herren, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Meine Damen und Herren, ich hoffe und ich bin sicher, es hat Ihnen Spaß gemacht. Hannes Kartnick, Rudolf Kozmitzky, unsere Originale und Freigeister. Und wir sehen uns.